Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hope's Pferderanch Story. What the hell is going on? Lilly! Ich wusste gar nicht, dass man da hochgehen kann. Interessant auf jeden Fall. Wir kümmern uns jetzt gerade um Calypso, damit er bereit ist für einen Wettbewerb. Liebesbrief. Josie schnappt sich ihr Mittagessen aus dem Rucksack und entdeckt etwas Rotes darin. Es ist ein herzförmiger Zettel, auf dem nur "Du bist süß" steht. Sie glaubt, dass er von dem neuen Jungen stammt, der immer so starrt. Fragt sie ihn oder wartet sie einfach ab? Ich würde sagen, sie wartet ab. Josie entscheidet abzuwarten, ob sich jemand von sich aus meldet. Beim Mittagessen lachen ein paar Freunde über sie und einer ruft "Hey Süße". Josie zieht den Zettel hervor und wirft ihn nach ihnen, wobei sie selbst über den Witz lachen muss. Irgendwann wird sie tatsächlich so eine Nachricht erhalten, aber zum Glück noch nicht heute. Genau, Josie ist in der Schule. Okay, sie ist freigekommen. Also, ihm geht's eigentlich richtig gut. Können wir ihn noch füttern? Dann lass ihn mal noch schlafen. Vielleicht wacht er ja richtig gut gelaunt dann auf. Warte mal, können wir die dann noch verkaufen? Ja. Calypso ist glücklich. Dann, das sieht doch schon mal prima aus, können wir hier Wettbewerb. Oh ja, er ist richtig gut gelaunt. So, mach mal. Also wenn das jetzt nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. So, dann haben wir feingereiften Nektar. Ziemlich viel sogar. Oha. Ach du Heilige. Josie hat Sarah in der Schule getroffen. Schön. Verkaufen das mal. Na, Gott sei Dank. Na, na. Wir haben die Goldmedaille in Westernreiten gewonnen. Dein Pferd hat eine außerordentliche Anmut und eine hervorragende Reaktionsfähigkeit gezeigt und den begehrten ersten Platz gemacht. Alle Teilnehmenden sehen dich voller Respekt und Bewunderung an, da du beim Westernreiten in der Schwierigkeit Champion gewonnen hast. Toll. So. Er soll bitte sein Lied weiterführen. Toll, Calypso. Wir haben es geschafft. Sehr gut. Zum Dank kriegst du einen Apfel. Gib ihm mal den Apfel. Ich check auch gar nicht, wann das Lied endlich fertig geschrieben ist, weil irgendwie, es nimmt kein Ende. Wir müssen eigentlich... Guck mal, sie macht einfach von unserem Pferd ein Foto. Sie ist einfach ein Fan von dir. Soll Josie Hannah einladen? Okay, es ist Wochenende. Josie schließt die Schulwoche mit einem 3 ab. Bist du damit wirklich zufrieden? Ja, wir haben vergessen, die Hausaufgaben zu machen. Und zu spät sind wir auch noch gekommen am ersten Schultag. Das war wirklich toll. Sie möchte sich mit Hannah anfreunden. Ist doch erstmal was. Und schau den Kinderkanal. Da ist sie. Wegen Ableben trösten. Wer ist sie? Capricciosa. Das ist lustig. Es gibt eine Pizza, die so heißt. Level 4 der Sozialfähigkeit. Sehr schön. Wir können hier mal wieder einen Strauß anfertigen. So, wir haben eine Zeichnung bekommen. Die machen wir hier hin. Wir haben übrigens auch... Was ist mit ihm los? Oh nein, er kriegt ein Burnout. Lass das mal. Das ist nicht so gut geworden. Okay, das verschwamm. Die sind leider alle etwas dunkel, aber passt schon. Okay, Boy, ja, ist in Ordnung. Du musst jetzt nicht hier übertreiben, ne? Geh mal was essen. Hör auf, über das Leben nachzudenken. Lass es einfach. Mach mal bitte deine Hausaufgaben.
Das könnt ihr ja zusammen machen. Oh, guck mal, wie süß. Wir haben eine Freundin gefunden. Das ist sehr schön. Vase, und zwar eine Herbstvase. So. Hilfe. Dann machen wir das hier hin. Wir können ja mal um Diamant trauern. Komm, wir gehen ein bisschen reiten. Es always hier hin, bitte galoppieren. Können wir das mit ihm bitte auch machen? Gut, dann hier hin galoppieren, bitte. Tschüssikowski. So, reite mal ans andere Ende der Map hier. Okay, und dann müssen wir leider schlafen, weil sie ist sehr müde. Bisschen ausreiten, dass die Pferde auch mal irgendwie Bewegung bekommen hier. Hui. Vor allem bevor Kalypso stirbt, müssen wir einfach noch viel ausreiten mit ihm, weil sonst ihm soll bitte nie was passieren. Avalon hat Level 2 der Ausdauerfähigkeit erreicht. So, wir haben einen Frosch gefunden, auch noch einen guten. Dann galoppieren wir hier wieder zurück und er auch. Ich wollte eigentlich noch angeln gehen, aber es ist schon spät. Gehen wir wieder zurück. Was mit ihr? Hast du... Sie hat noch Essen. Er ist so ein schönes Pferd, unser Avalon. Wow. Die treffen sich hier in der Mitte. Wie cool ist das denn bitte? Das war jetzt ein Zufall, ein cooler Zufall. Boah, was machst du eigentlich hier? Und was ist mit ihr? Kannst du bitte gehen? John ist in die Jahre gekommen. Ja, bald haben wir keine Hühner mehr, weil wir haben keine Weibchen mehr. Somit haben wir auch keine Eier mehr. Jo. Unseren Pferden geht's allen prima. Diamant! Hi, Girl. Sie ist einfach... Oh no. Cutie! Schau doch mal bei deinen Kindern vorbei. Ja, du bist gestorben, Girl. Es tut mir leid. Wir können auf einem Geisterpferd reiten. Können wir das wirklich? Hä, warum ist es da jetzt wieder auf Null? Wir haben das doch geschafft. Ist das buggy oder wie? Dein Ernst? Kackt ihr mir die Bude voll? Danke, gell? Check ehrlich gesagt nicht. Was mit der Katze los ist? Oh Gott, Girl, geh bitte schnell aufs Klo und dann gehst du baden. Heute hat Max Geburtstag. Wir werden abends feiern. So, Calypso, was brauchst du? Er hat keinen Spaß. Calypso, bitte, wir müssen das schaffen. Hä, guck mal, also ich muss jetzt gerade mal was schauen. Mit Calypso. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ja, wir müssen halt noch das hier schaffen. Crazy, okay. Aber dafür braucht er sehr gute Laune. Komm, wir versuchen es jetzt einfach mal und schauen einfach. Komm, wir machen das jetzt. Wir gehen mit Estelle ausreiten. Oh! Wie süß war das denn gerade? Let's go! Keine Medaille? Hä? Du und dein Pferd habt euch große Mühe gegeben, konntet euch jedoch leider nicht platzieren. Trainiere weiter und halte dein Pferd bei Laune. Hä? Warum wurden wir nicht platziert? Verstehe ich irgendwie nicht. Oh, sie ist eingeschlafen. dann warten wir mal kurz. Keine Ahnung, ich glaube irgendwie, dass das verbuggt ist, weil es funktioniert irgendwie nicht. Aber was in diesem Spiel ist nicht verbuggt? Das ist doch eher die Frage. Nein, Estelle, Estelle bleibt da, Estelle bleibt da.
Estelle! Doch nicht wegreiten. Gras mal kurz. So süß. So, und danach traben wir wieder hier hin. Los geht's. Das sieht so schön aus hier. Komm, wir Essen bestellen, Fritten. Und dann können wir Getränk bestellen für... Oh. Ich wollte eigentlich Bartrix, Tiergetränk, Minzfrisch, Tierkonfekt, okay. Nee, ich wollte... Naja gut, dann soll sie sich da ein Gericht nehmen. Ausnahmsweise darf Josie in eine Bar. So, und dann quatschen wir mit unseren Gästen. Die Arme. Ja, er hat Geburtstag. Wir haben jetzt keine Torte. Oh mein Gott, aber wir kriegen eine Menge Geld, weil wir... Oha, oh mein Gott. Genau, und wir sind hier in Brindleton Bay. Wir gehen mal alle hier hin und plaudern. Da finde ich es irgendwie voll schön. Jetzt komm. Wir gehen alle zusammen hier hin und plaudern. Sitzen. Komm, hier sitzen und plaudern. Los. Summer, was geht denn hier eigentlich ab? Er hat einfach mit ihr geflirtet. Nee, Ehekrise einfach. Können wir Freunde bleiben? Hör auf! Ja, wir sind ja hier. Oh mein Gott, hier ist schon ein Hund. Hier ist ein Hundi. Oh nein. Sie geht hier so spazieren. Und sieht, dass da ein Hund ist. Und dass er ganz alleine ist. Und er verschwindet. Noch irgendwo. Komm. Muss doch irgendwo ein Streuner sein. Irgendwo, bitte. Wir können ja hier ein bisschen Pirat spielen. Mann, das sind immer Hunde. Und das gehen die aber wieder. Schwierig. Zwischen Hope und Max. Ja, okay. Keine Ahnung. Sie ist in der... Ding, wie heißt das nochmal? Midlife Crisis und er flirtet einfach fremd. Xena. Wir müssen jetzt schauen. Also ich wollte, dass wir einen streunenden Hund mitnehmen als Geschenk für Max und Josie so zum Geburtstag. Aber sie ist kein Streuner. Ne? Die Leute bringen hier halt ihre Hunde mit. Das ist ein Streuner. Da ist ein Hund. Streuner. Vorsichtig vorstellen. Also der Hund ist mir eigentlich zu klein. Oh mein Gott, der wäre super. Oh mein Gott, warum sind hier so viele? Können wir die Freundschaft anbieten? Streicheln? Oh Cutie. Oh nein. Chips. Oh Gott. Aufhören zu weinen. Ich kann nicht mehr. Oh Gott, die sind alle toll. Oh, Mango ist ein bisschen... Also ich wollte eigentlich einen männlichen Hund. Also Chips ist eigentlich voll süß, aber wo ist er? Ziggy? Sind die jetzt alle gegangen? Wir können es natürlich sonst auch über Command machen. Ich glaube, die schlafen einfach. Vielleicht holen wir uns auch zwei Hunde. Ich muss einfach. Komm, weil er kommt mit Mango richtig gut klar. Vielleicht kriegen ja Mango und Chips, warte, ein Baby. sie kann ja nach Hause gehen. Hallo, ich will ihn adoptieren. Wie geht denn das nochmal? Komm, egal. Wir machen das jetzt einfach. Sim-Umzug in den aktiven Haushalt. Jetzt haben wir Mango und Chips.
Kommando, Umzug in den aktiven Haushalt. Leute! Oh Gott. Ja, ich konnte mich nicht zusammenreißen. Die zwei Hunde haben es mir einfach angetan. Was soll ich tun? Wisst ihr, was soll ich tun? So, dann werden die halt mit Josie reden und ihr so sagen, ja, wir haben eine Überraschung für dich. Und wir haben uns zwei Hunde geholt. Und dann wird Josie auf jeden Fall mal Bekanntschaft machen. Okay, dann brauchen wir was für Hunde. Gassi und im Alltag. Schön. Oh Gott, wie süß die einfach beide bei Josie sind. Max ist älter geworden. Oh stimmt, er hatte ja Geburtstag, das habe ich total vergessen. Das Alter, schrumpelige Bäuche, graue Haare und endlose Nickerchen warten Feier, als stünde der Sensmann nicht gleich um die Ecke. Stimmt. Max muss sich eigentlich nicht umstylen, seine Klamotten gehen und seine Haare sind ja von selbst grau geworden. Okay, unsere Aufgabe für diese Folge und für die letzte Folge einfach für dieses Let's Play ist einfach noch mit Calypso Reitprofi zu werden. Und ich habe keine Ahnung, wie wir das schaffen. So, Mango ist rollig, wie man sieht. Jetzt bitte paart euch. Oh mein Gott, ja, sie paaren sich. Ulala, auf fruchtbarem Boden gestoßen. Die ermutigenden Worte von Hope haben Wirkung gezeigt. Yay. Und ist sie jetzt schwanger? Sie ist schwanger. Yay! Also, und so wie ich mich informiert habe, kann man nur am Samstag an dieser Pferdemeisterschaft-Dings mitmachen. Es sind Hündchen unterwegs. Herzlichen Glückwunsch, Mango erwartet Nachwuchs. Bald werden kleine Pfoten durch das Haus trappeln. Super süß. Ja. Gut. Genau. Deshalb werden wir warten. Also am Freitag hat Hope Geburtstag. Da werden wir ihren Geburtstag noch feiern. Und am Samstag werden wir es nochmal mit der Pferdemeisterschaft probieren. Wenn das nicht funktioniert, habe ich keine Ahnung mehr, was ich tun soll, ehrlich gesagt. Das ist der einzige Samstag, an dem das funktionieren könnte für dieses Let's Play. Mango kriegt ihr Baby. Wie machen wir das jetzt? Mango, beruhigen. Ein Welpe wurde geboren. Mango hat eben einen Welpen zur Welt gebracht. Wie möchtest du den Kleinen nennen? Es ist auf jeden Fall ein Junge. Ty Niner Murphy von The 100. Ich und mein Freund haben bis vor kurzem The 100 angeschaut. Und da heißt einer Murphy. Und ich finde Murphy ganz cool. Murphy. Murphy. Oh Gott. Hallöchen, Murphy. Okay, Hopes Geburtstag fängt an. Jetzt ist die schon wieder so flirty. Ich glaub's nicht. Ich glaub's einfach nicht. Also, wir haben hier eine Torte. Da können wir uns etwas wünschen. Hope ist jetzt eine Omi. Und dann können wir mal alle zum Essen rufen. Guten Appetit, Leute. Jetzt sind die beiden grau. So, wir quatschen mit unserer Haushaltshilfe oder mit unserer Ranch-Hilfe eher gesagt. Oha, wir sind Level 7. Oh Gott. Oh. Oh, damn. Das tut mir jetzt aber leid, Asami. Ach du meine Güte. Oh nein. Max kennt die, glaube ich, gar nicht. Auf jeden Fall ist es ihm einfach total egal. Komm, er geht mal hier hin. Und Lied singen. Jazz. Sanfte Melodien. Die weinen jetzt alle. Oh nein. Oh Mann.
Ja, das ist wirklich sehr schade. Kann sie auch singen üben? Komm, sie singt jetzt mal. Mag singen, ja. Der Tod hat ihr einfach Geld zugeworfen, oder wie? Mach's gut, Tod. Alter Freund, tja, das ist ja aber wirklich. Können wir auch ein Getränk bestellen? Sie ist fast das nächste Level. Level 4 der Kreativfähigkeit. Jetzt sind wir traurig an unserem Geburtstag. Das war ja wirklich wunderschön. Hey, guck mal, wir kriegen Geld dafür, Josie. Das machst du sehr gut. Sehr gut. Komm, wir muntern sie auf. Wohin müssen wir dafür gehen? Ah ja, okay. Sehr schön. Oh, Josie und Hope sind fürsorglich miteinander. Ja, süß. Gut, dann gehen wir wieder nach Hause und am nächsten Tag müssen wir mit Calypso den Wettbewerb machen. Und wenn wir den nicht schaffen, dann habe ich offiziell das ganze Let's Play umsonst gespielt. Spaß, aber ich will eigentlich echt nicht dann noch bis zur nächsten Woche warten. Das wäre sehr ärgerlich. Okay, ich werde es jetzt versuchen. Calypso ist sehr gut drauf und wir machen das jetzt. Oh Mann, wir haben die Silbermedaille. Nee, nee. Obwohl, Gold in 5 Champion-Wettbewerben. Wir haben 1, 2, 3, 4. Und das wäre dann wohl 5, oder? Oha, wir haben da so ein Ding bekommen. So einen ganzen Pokal. Keine Ahnung, vielleicht stellen wir es dann eben da. Ui. Wir könnten ja noch mal, also am nächsten Tag, Gold irgendwo gewinnen. Ich glaube, so machen wir das. Das haben wir zumindest mal geschafft. Wir haben eine Belohnung, also viele Belohnungspunkte. Antiseptisch. Ja, okay, dann müssen wir noch einen Tag warten. Okay, Leute, oh mein Gott. Ach, dieses Spiel macht mich ehrlich manchmal richtig fertig. Aber ich habe es jetzt geschafft. Mir ist Calypso einfach schon wieder ständig weggestorben. Also eigentlich wäre Calypso schon seit 100 Jahren tot. Ja, aber wir haben es jetzt geschafft. Ich habe ihn zu einem erwachsenen Pferd gemacht. Ich hatte nämlich absolut keinen Bock mehr. Also, ich habe keine Ahnung, wie man dieses Bestreben normalerweise abschließt. Es ist wirklich verdammt schwer. Also, das ist wirklich. Meine Nerven sind alle zerstört worden. Aber auf jeden Fall, wir haben es geschafft. Und wir haben jetzt das Bestreben abgeschlossen. Ich finde es ein bisschen komisch, dass man 5-mal Gold. Weil es gibt 4 Champions-Wettbewerbe und ja, da muss man irgendwie eins doppelt schaffen. Keine Ahnung, gibt irgendwie keinen Sinn. Es war nicht einfach, das kann man laut sagen, ja. Hope musste viel Zeit mit Pferden verbringen und ihre eigene Reitfähigkeit verbessern. Ihr Weg ist mit zahllosen Siegen, aber auch Enttäuschungen gepflastert. Doch letztendlich konnte sie ihren Traum, Reitprofi zu verwirklichen. Verdientes Merkmal, Champion Coach. Diese Sims können Pferde schneller Fähigkeiten beibringen, Pferde zu einem höheren Preis verkaufen, beim Reiten und Trainieren ihr eigenes und das Selbstvertrauen ihres Pferdes wecken. Beim Reiten verbringen sie fast immer eine gute Zeit. Sie sind tatsächlich so begabt im Umgang mit Pferden, dass Pferde sogar mehr Spaß haben, wenn sie von ihnen geritten werden. Zudem können sie anderen Sims, die ihre Reitfähigkeit verbessern möchten, einen Rat für den Wettkampf geben. Leute, wir haben es endlich geschafft. Wir machen Calypso wieder zu einem OP. Senior. Machen, dass so 10 Tage vergangen sind. Also, hier haben wir es. Champion Coach. Lalala, genau, das habe ich alles schon durchgelesen. Sehr schön, dann kann sie ja die anderen Pferde auch noch trainieren, bis sie tot umfällt. Gut.
Wir haben es geschafft für dieses Let's Play. Wir werden dann mit dem zu vermieten, ich weiß noch nicht, wie ich das Let's Play nenne. Josie wird eine der Hauptrollen sein. Wir werden mehrere Sims spielen. Ich möchte nämlich das neue Pack so richtig testen und die ganzen Bestreben und alles da durchspielen. Genau. So wie mit dieser Pferderanch jetzt hier. Und eine Story erzählen. Ja, gut. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Wenn ja, dann gebt gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr das neue Let's Play dann auch nicht verpasst. Ja, seid gespannt. Ich bin auch gespannt auf das neue Pack. Und dann sehen wir uns in dem neuen Let's Play wieder. Tüdelü!